Das ist Vincent. Vincent ist etwas speziell. Ey, ich hab einen Clown im Kopf, der mir ständig zwischen die Synapsen scheißt. Der mich immer zwingt, genau das zu machen, was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann. Wir sind heute hier zusammengekommen, um von einer liebevollen Mutter... Deswegen soll Vincent ins Heim. Sind eine Menge in deinem Alter von den Leuten da. Solche, wie ich mal so. Und dort lernt er nette, neue Freunde kennen. Hallo Alexander, das hier ist Vincent. Er wird für eine Weile hier wohnen. Wie bitte? Ich bin Marie. Warum hast du zugenommen? Siehst irgendwie so fett aus. Das da drüben ist aus... Mann, fick dich! Wie bitte? Tourette. Und Fotze. Doch Vincent will mehr. Ich habe ein Auto. Vincent will... Und mehr. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Dr. Rose. Ich muss davon ausgehen, dass Sie meinen Wagen gestohlen haben. Was? Sie sind hier. Jetzt nicht zu überstürzen. Wir müssen überlegen. Vincent! Oder so. Fotze, ist den Typen fast umgefahren. Hast du gerade Fotze zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das habe ich schon so gemeint. Und jetzt überlegen wir, wo können die sein? Ich meine, die müssen was essen. Die Jungs zumindest. Die können überall sein. Nee, können sie nicht. Wieso nicht? Na, weil es regnet. Die höchste Stufe. Was ist eigentlich in deiner Dose? Meine Mutter. Und sag mal, kifft ihr etwa? Wenn du kiffst, betäubst du die Schmerzen, Alex. Aha. Welche Schmerzen? Wieso isst du nichts? Das ist nicht so einfach. Hey. Dann küss mich richtig. Versprichst du mir was? Isst du heute was? Da vibriert was! Was denn? An meinem Po! Mach's los! Was ist los? Hallo?